Hallo zur Woche 10. Vom Meer. Wir wollen aber über die Berge berichten, denn von Guayaquil aus ging es direkt nach Cuenca. Genau. Wir haben einen kleinen Zwischenstopp bei ganz schönen Thermalbädern eingelegt. Genau, wir mussten eine Nacht übernachten. Wir haben es nicht in allem durchgeschafft, weil unser Truck zu langsam ist. Und haben eine schöne Nacht in warmen Thermalbädern verbracht, hatten die ganzen Bäder für uns. Und am nächsten Tag ging es dann hoch. Da haben wir noch einen Zwischenstopp gemacht. Ja, da sind wir auf 4000 Metern wieder gefahren. Und, von 0 auf 4000. Und das hat man auch wirklich ganz schön gemerkt. Wechseln ging es auch nicht so richtig gut und uns ist auch ein bisschen schwindelig geworden, aber es war unglaublich schön. Die Natur ist dort wirklich bezaubernd und da haben wir dann Mittag gegessen. Wir haben zum Mittag gegessen in so einer urigen Jurte und die Kinder haben ihre allerersten Angelerfahrungen gemacht. Und ja, ich hab's verpasst. Ja, kaum war Philipp zum Kaffee holen gegangen, waren die Fische an der Angel, aber du durftest sie dann abends ja zubereiten. Ich glaube, sie abends, als wir dann in Cuenca angekommen sind, da sind wir dann weitergefahren, weil wir wussten, dass nicht nur El Cajas, sondern auch die umliegenden Schönheiten in der Gegend alle so zwischen 3.000 und 4.000 waren, haben wir gesagt, machen wir noch ein bisschen Pause und Akklimatisierung in Cuenca für ein paar Tage. Und da waren wir dann abends angekommen. Und dann habe ich den Fisch, den wir oben geangelt haben, abends mit Jonas im Wohnobi gebraten und genossen. So hatte ich dann zumindest vom Angelereignis auch noch ein bisschen was. Ich habe alles für dich gemacht. Jonas, bitte halt mal. Ich habe eins. Nee, der ist ab. Ist wieder ab? Ja. Ja, du musst sie ein bisschen dran lassen. Du musst sie ein bisschen dran lassen. Du hattest einen dran? Ist immer noch. Er hat einen. Okay, ich hole es raus. Ich hole ihn raus. Das ist ein großer. Chubby. Chubby. Ich habe einen. Chili heute gepflückt. Die wachsen hier halt. Und wir machen damit morgen Chili con Carne. Und von Cuenca sind wir dann in ein ganz kleines Dörfchen, dessen Namen ich auch gar nicht genau weiß, gefahren. Und haben dort auf so einem Berg übernachtet mit Ruinen. Das war ganz, also wirklich schön. Auch die Fahrt war ein bisschen abenteuerlich, weil die Straße so eng war und es wirklich ja auch steil bergunter ging, dass ich so ein bisschen Angst hatte, dass wir da gleich abstürzen. Dann hatten wir noch nicht genug Kultur und sind dann wieder zurück nach Cuenca, so ein bisschen das Zentrum in der Gegend, und haben da dann ein uns empfohlenes Museum, Pumapongo, ein ganz, ganz schön gemachtes Museum in der Stadt noch besucht, wo es das sozusagen um die Kulturen da in der Gegend, um die ecuadorianischen Kulturen geht und auch auf so einem alten Ruinengelände auch ist. Und das haben wir noch einen Tag gemacht, noch einen Zwischenstopp. Thank you.
vergesst nicht zu abonnieren und das Video zu liken. Und das haben wir noch einen Tag gemacht, um einen Zwischenstopp, bevor wir dann unser Highlight oder das, was wir lange geplant hatten, schon auf dem Hinweg waren wir beim Mittagessen da. Genau, nach El Cajas wieder hoch, nach 4000 Meter. Und da haben wir dann einen Tagesausflug gemacht und eine tolle Wanderung gemacht, die atemberaubend war. Ja. Runtergefahren, weil 4000 Meter Höhe einfach, das ist schon hoch. Feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Cool. Ja, danach ging die Fahrt weiter Richtung Süden nach Loja. Das ist so die Kaffeeregion von Ecuador und wir haben uns auch gut mit Kaffee eingedeckt. Und jetzt macht Jonas gerade seinen Führerschein im Tretbootlenken. Aber ich weiß nicht, ob er besteht. Nee, nicht Zeitraffer, aber von der Seite. Und haben dann noch einen Ausflug gemacht, den wir fast verpasst hätten, oder? Wir wollten eigentlich nicht. Eigentlich waren wir schon so ein bisschen vorbereitet, jetzt in Richtung Peru aufzubrechen. Aber die Fahrt drohte so lang zu werden. Es war schon so spät. Dann haben wir gesagt, dann fahren wir doch hoch. Und dann sind wir von da noch in einen der größten Nationalparks, so der halbe Süden Ecuadors ist davon bedeckt. Und da ist man von Loja aus in einer halben Stunde, sind wir in den Nationalpark Colocampos noch gefahren. Ist schön hier. Ja, wir haben lange überlegt, ob wir in den Nationalpark Colocampos überhaupt fahren sollen, weil wir eigentlich schon auf dem Weg in Richtung Peru sind. Und heute haben wir das Wetter länger beobachtet, ob es gut wird oder nicht. Es war dann gut. Als wir hier hochgekommen sind, hingen wir trotzdem in den Wolken. Jetzt schlafen wir hier eine Nacht und machen noch einen kurzen Abendspaziergang und merken, wie wunderschön es ist und wie still. Hallo. Wir sind gerade in einem Nationalpark in der Nähe von Loja, so einer großen Stadt. Da waren wir zwei Nächte. Und das ist echt cool hier, weil wir sind gerade so einen Kilometer lang, wahrscheinlich 200 Höhenmeter, auf so einen Mirador gegangen, auf so einen Aussichtspunkt.
Und als wir hingekommen sind, war die Aussicht auch ziemlich klar. Aber wenn man jetzt mal rausguckt, gibt es nur noch Nebel. Und das ist ein bisschen schade. Aber es hat sich echt gelohnt, hier hochzulaufen und es war echt gut. Was machst du denn da? Und Finn? Ja, ein Faultier. Du bist ein Faultier? Das sieht ja gemütlich aus. Dann endgültig runter in Richtung Meer ging. Das ist für nächste Woche. Nächste Woche berichten wir euch dann aus Peru. Über Peru. Und wahrscheinlich werden wir vielleicht dann noch ein bisschen drüber sprechen, was so unser Resümee von Ecuador ist, weil es wirklich ein faszinierendes Land ist. Und wir sagen danke, Ecuador, und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.